Buenos días, dámy a pánové, já vás vítám u naší herní série na hru Zaklínač 3 Divoký hon. Tak a my se teďka máme teda jako zatrys vydat. Jo. Ale jelikož říkají někdy kolem půlnoci, tak někdy kolem půlnoci, no. Du bist hier, gut. Hör zu, schau dir das Gebäude an. Das sieht nicht gut aus. Du meinst, es müsste mal frisch gestrichen werden? Ich meine, dass es die reinste Festung ist. Hohe Mauern, Wachen am Tor, überall Bewaffnete. Wir können da nicht reinschleichen, uns reinkämpfen erst recht nicht. Menge hätte genug Zeit, um zu verschwinden. Was schlägst du vor? Nimm dies. Fessle mich damit. Aber Triss, willst du das wirklich? Hier draußen, vor allen Leuten. Es mag dich überraschen, aber Fesseln sind auch außerhalb von Schlafzimmern nützlich. Überleg doch, wenn du den Jägern die böse Triss Merigold bringst, machen sie nicht nur das Tor auf, sondern lassen dich vermutlich persönlich zur Menge. Niemals. Zu riskant. Rittersporns Leben steht auf dem Spiel. Und Ciris. Zu riskant gibt es nicht. Triss, überleg's dir. Willst du wirklich gefesselt die Höhle des Löwen betreten? Ja. Nein, das kann ich nicht zulassen. Nett, dass du so besorgt bist. Aber ich habe mich entschieden und dabei bleibt's. Schön. Sagen wir, sie schlucken den Köder. Wir gehen rein, ich halte Menge das Schwert an den Hals und frage ihn nach Rittersporn. Das klappt vielleicht nicht. Menge ist Abschaum. Aber Angst vor dem Tod hat er nicht. So sind sie, diese Fanatiker. Dann müssen wir ihn wohl reinlegen. Hast du eine Idee? Sag ihm, dass du Informationen über die Loge hast. Oder über Philippa, noch besser. Die hasst er am meisten. Dir fällt schon was ein. Warte. Ich will dir danken. Hör auf. Das täte doch jeder. Nein, nicht jeder. Hör auf! Es steht einer Zauberin nicht, rot zu werden. Was ist mit dem Schatz? Wenn wir was rausfinden, prima. Wenn nicht... Ich dachte, du brauchst Dijkstras Geld, um den anderen Magiern zu helfen. Das schon. Aber man kommt auf viele Arten an Gold. Das ist jetzt nicht das Wichtigste. Ich habe dennoch ein mieses Gefühl bei der Sache. Aber nun, gehen wir. Geralt, denk dran, ich kann selbst auf mich aufpassen. Wovon redest du? Die Jäger werden mich nicht wie eine Dame behandeln. Aber ich werde es aushalten, auch wenn es etwas wehtun kann. Ciri, sie ist, was zählt. Tu, was du tun musst, egal was passiert. Das kann ich nicht versprechen. Ich bitte dich trotzdem darum. In Ordnung? In Ordnung. Was willst du? Meine Belohnung. Wofür? Für eine Hexe. Siehst du nicht, wen ich habe? Triss Merigold. Merigold? Dann komm rein. Sieh an, Triss Merigold. Du machst jetzt den Zauberinnen statt Ertrunkenen. Die bringen mehr ein. Weil sie mehr anrichten. Was tun Ertrunkene schon? Ziehen mal einen Fischer vom Boot. Aber Hexen ermorden Könige, schmieden Ränke, fangen Krieger an. Nicht vergessen, dass sie die Milch auch schon beim Melken sauer werden lassen. Ah! Du machst keine Scherze mehr, Merigold. Nie mehr. In die Zelle mit dir.
Nicht so schnell. Entweder übergebe ich sie Menge persönlich oder keiner tut es. Du meinst wohl, wir kennen uns mit Hexen nicht aus? Lass mich los, du Schwein! In so einem hübschen Mund hat eine vulgäre Zunge nichts verloren. Wir müssen sie wohl rausreißen. Vielleicht solltet ihr sie eher lösen. Ihr könntet was Interessantes erfahren. Zum Beispiel? Zum Beispiel das Versteck von Philippa Eilhardt. Dafür wirst du büßen, du! Halt die Schnauze, rothaarige Hure! Und du, spuck's aus! Wo ist Eilhardt? Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Ich rede nur mit Menge. Menge redet nicht mit deinesgleichen. Dann grüß ihn von mir und sag, dass ich hier war. Mit meiner Freundin Marigold. Gut. Nimm sie und folge mir auf dem Fuß. Keine falschen Tricks. Tak. Sleduj velitele lovců čarodějnic. Alle Hexen, die einfach zu kriegen waren, sind schon verbrannt. Und ich könnte eine schnelle Nummer vertragen. Jak se Geralt radši zaniesst toto. Hier trennen sich unsere Wege. Geh zur Menge. Marigold ist nebenan. Ihr kriegt sie nicht, bevor ich... Du hast hier nichts zu melden. Dirk, du weißt, was zu tun ist. Aus mir kriegt ihr kein Wort raus. Du nicht und er auch nicht. Spielst die Harte, hm? Warte nur. In 1 bis 3 Fingernägeln plauderst du. Macht, was ihr wollt. Na los, Hexe. Ich zeig dir, welche Wunder eine Kneifzange wirken kann. Wirst staunen. Ich befahl doch, niemanden reinzulassen. Jemanden mit Informationen über Philippa Eilhardt ausgenommen. Dieser Hexer sagt, er hätte welche. Das kann jeder sagen. Wir fangen mit dem kleinen Finger an. Nein, mit dem Daumen. Das ist der Daumen. Aber es kann uns nicht jeder Triss Marigold bringen. Ist sie das, die ich da höre? Sehr schön. Ich gehe gleich zu ihr. Aber zuerst reden wir. Setz dich. Trink doch was, Hexer. Kein Bedarf. Du hast 2 Möglichkeiten, Hexer. Trink oder stirb. Aus Zidaris. Jahrgang 1261, das Jahr des Massakers von Sintra. Nichts abhellen. Der schüttelt die Pflaumen. Kurt, sieh bitte nach, warum Fräulein Marigold so überzeugend winselt. Sie braucht wohl was. Heiße Eisen vielleicht. Wo wir von Metall reden. Der Kelch ist aus Silber. Du wolltest prüfen, ob ich kein Doppler bin. Oh, man erkennt den Fachmann doch sofort. Wie erfrischend. Um deine Frage zu beantworten, man kann nie vorsichtig genug sein. Du würdest staunen, wie viele schon zu ranzigem Schleim wurden, die ihn in die Hand genommen haben. Ich habe ein Silberschwert auf dem Rücken. Reicht das nicht? Das beweist gar nichts. Körper von Dopplern können jede Erscheinungsform annehmen. Auch die von Silber. Natürlich ohne dessen nützliche Eigenschaften.
Du bist ja ein echter Doppler-Experte. Ich dachte, gerade Hexer wüssten besonders gut, dass man seinen Feind kennen sollte. Der sammelt sie alle auf. Nein! Der trägt sie nach Hause. Reden wir jetzt vom Geschäft. Ich zahle dir die doppelte Belohnung für Marigold. Sehr großzügig. Warum? Nun, du lieferst deine Geliebte aus. Das muss wirklich furchtbar sein. Du verdienst eine Wiedergutmachung. Keine Ahnung, wovon du redest. Du unterschätzt mich. Sieh mal, ich weiß alles über Marigold. Ihre Talente, ihre Ängste, mit wem sie sich gestritten hat, wie sie vögelt und von wem sie sich ficken lässt. Ich habe mir gleich gedacht, dass das eine Provokation ist. Deine stümperhafte Lüge hat mich nur bestätigt. Wache! Hierher! Das ist ein Retter. Počkej, čistou rukou, jo, zatím. Ale musím se rychle rozskákat, protože přeci... Protože to prostě nezvládám. Nezvládám to tady. Tak, teď máme takovéhle... Jo, že s ním je těžké bojovat. Dobrý. Toho máme. Tak, teď tebe ještě. Dohrbkáme. Tak. Tarara, tady máme Aigny. Zabij všechny lovce čarodejnic, tak jo, není problém. Tak se mi to líbí. Když hoříte, ale nemůžete se bránit, to je co? Počkejte. Oh shit. Oh shit, já vlastně nemám to do prdele. Do prdele! Kurva. Dobrý, to mě někdo tyhle tvary. Kde to je? Tady. Ypsilon! Ty vole. Ty vole. Rychle hore. Tady se mi dobije aspoň život. Pokud mám tu sílu ještě. Tak, teď můžu zdrhnout. Pojďme, ještě poslední Geralte. Pojď, já už jsem doplněný zcela. No tak vy jste úplně easy peasy. Tak trošku jsme ho zabili, no ale to nevadí. Kdo by nezabil takovou svini? Já mi zabije Triss, to ne. Triss? Are you okay? Das müssen alle gewesen sein. Das war knapp. Was ist passiert? Ich dachte, Menge hätte den Köder geschluckt. Nein, hat er nicht.
Er hat den Bluff sofort durchschaut. Wir sollten das Büro durchsuchen. Vielleicht finden wir Dokumente, die etwas mit Rittersporn zu tun haben. Ich durchsuche die Leiche, du das Zimmer. Ich würde mit dem Tisch anfangen. Velice chytré, bro, já bych tam začala totiž taky, takže... Tak já jim to tady uhasím. Aha. To bylo rychlý. Was gefunden? Nur sein Büroschlüssel in seinen Taschen. Nichts unter seinem Gürtel. Warte, da ist etwas im Futter eingenäht. Was ist das? Der Schlüssel zu einem Tresor. Hier, gib ihn Dijkstra mit besten Grüßen. Ich habe einen Brief gefunden, an Menge adressiert. Von jemand Wichtigem. Einem Spion, denke ich. Einem Spion? Siehst dir an. Tote Briefkästen, Geheimsignale. Er riecht stark nach Spionage. Dieser Agent könnte mehr über Rittersporn wissen. Bestimmt. Im Brief stehen die Signale für ein Treffen. Aber es wird kein Treffpunkt erwähnt. Vielleicht kann Dijkstra da helfen. Der weiß alles. Alles? Das ist wohl leicht übertrieben. Da bin ich nicht sicher. Schlüssel zu einem Gewölbe. Ohne Adresse. Warum bezweifle ich, dass Dijkstra sich darüber freuen wird? Nun, vielleicht brechen seine Schergen uns dann nicht die Beine, weil wir unseren Teil der Abmachung nicht gehalten haben. Das Glas ist also halb voll? Mit etwas Starkem, hoffe ich. Alles klar. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Lass uns gehen. Sehr gerne. Aber nicht durch den Haupteingang. Ty vole, chudá aktris. Ty vole, vidíte ty zakrvácené ruce? Prostě ona je takový chudák. Hier kennen wir uns. Aber zuerst fackeln wir die Bude ab. Alles klar. Wir haben zu viele Spuren hinterlassen. Ja. Und ich muss auch etwas Dampf ablassen. Hör mal, da ist noch was, worüber ich reden will. Aber nicht hier und bestimmt nicht jetzt. Kommst du vorbei, wenn du kurz Zeit hast? Ich wäre dir dankbar. Na schön. Wir müssen hier raus. Pojďme na to. Tady to vypálíme do základu. Tady to odjebem do základu. Duda, Herr Reuven will dich sprechen. Ungeduldiger alter Bastard. Hm? Nichts. Gehen wir. Wen sehe ich da? Den Geralt von Riva. Würdest du bitte aufhören, mich zu verfolgen? Das werde ich, sobald du mir erzählst, wo mein Schatz ist. Menge und ich waren nicht einer Meinung. Wie schlimm war es? Schlimm. Ich denke, das erklärt den Rauch. Mein Schatz ist nicht dort, oder? Brennt er zusammen mit den Hexenjägern? Hab ihn nirgends gesehen. Und 20 Tonnen Gold sind schwer zu übersehen. Das bedeutet, dass du mit leeren Händen zu mir gekommen bist? Erstens bist du zu mir gekommen. Zweitens habe ich etwas mitgebracht. Der Schlüssel zu einem Tresor. Hab ihn bei Menge gefunden. Ein Tresor? Ich muss ihn also selber finden. Du hast mir die Dinge nicht gerade leichter gemacht. Gib her. Das war alles? Keine ironischen Bemerkungen? Keine fulminanten Witze? Du willst einen Schenkelklopfer? Gut, ich erzähl dir einen. Bereit? Du hast mich belogen. Wieder einmal. Was? Wusstest von Anfang an, wer mich beraubt hat. Du hast mir diese Information aber vorenthalten. Oh.
Nein, habe ich nicht. Ich habe dir aber dabei geholfen, deinen Schatz zu finden. Hör also auf zu jammern. Ich scherze nicht, Geralt. Du hast mein Vertrauen missbraucht. Damit kann ich leben. Ja, dieses Mal wirst du leben. Und nun müssen wir ein paar Dinge klären. Drohst du mir? Ganz im Gegenteil. Du hast mir geholfen, Hexer. Also hast du dir trotz allem deine Belohnung verdient. Du hast wohl noch immer nicht erfahren, was mit Rittersporn passiert ist? Nein, aber ich habe jemanden gefunden, der es wissen könnte. Ein Spion, schätze ich. Unterschreibt mit Jamulak. Ich habe einen Brief von ihm gefunden. Leider steht da nur drin, wie man ein Treffen mit ihm arrangiert, aber nicht wo. In einer Ruine in Fernig. Wenn man das Signal gibt, taucht er am gleichen Tag kurz vor Mitternacht dort auf. Danke für deine Hilfe. Nichts zu danken. Ich begleiche nur eine Schuld. Das tue ich immer, weißt du. Auch bei Lügnern. Und eine letzte bescheidene Bitte. Versuch nicht nochmal, mich reinzureden. Nie mehr. Tak, to jsme všechno. Takže asi tak. Chci podívat, jestli nemáme ještě nějaké vedlejší úkoly. O! Oh! Tak, teď jdeme na... Řekni kapitánu Vistra, že si ulehčí šermu. Jdeme strávit pár chvil mimo tady tohleto, protože pořád vypadáme jak debil a to nesmím. Takže se teďka užijeme pár lekcí šermu. Či to je jediné, co mě baví. Lekce šermování. Pojďme, pojďme, šup, 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 šup. Pojďme na to, pojďme na to, pojďme na to, pojďme na to. Dnes tam vždycky všechno tak rychle být toto. Celkem rychlost na mě, že? Si taky myslím. Tak. Chudá, který zále fakt vole, tam všechny ty. Všechny ty prsty vytrhl. Au. Kdo to chce zažít? Já teda ne. Tak. Hallo. Willst du hier was Bestimmtes? Ich habe eine Fechtstunde mit Rosa. Geralt von Riva, ja? Frau Rosa ist spazieren gegangen. Bei der Tempelbrücke, hat sie gesagt. Du sollst sie begleiten. Das wird wohl eine interessante Stunde. Danke. Ty vole, zase tak daleko, no tak to... Tak to se tady uložím, bo vím, že za chvilku spadnu dolů někam. Já se znám až moc dobře. Já padám furt někam. Pome na to, pome. Uložím se tady. Aby jsem pořád byla někde uložená. Dostaneme se tu k chramovému mostu a doufám, že jo. Někým zázrakem se to musím přece dostat, ne? To jsou cesty, tyjo. Tak tuto asi nepůjde, no. Tuto asi taky nepůjde, takže to fakt musíme se běhnout tam. Jak mi to tady ukazují? Co sakra? Ale do prdele. Tak, jdeme dál. Já se omlouvám. Tak, šup. Chramový most. 20 000 km za.
Ježiš, tu je úrodné půdy, podívejte se na to. Tak pojďme, Gary. Už je to jenom kousíček. Ah, jsem tu. Hast du immer ein Nilfgaardisches Regiment dabei, wenn du spazieren gehst? Immer. Papas Befehl. Es ist zu deinem Schutz, Rosa, Liebes. Die Leute hier hassen uns. Warum? Was habe ich denen getan? Doch genug davon. Soldat, du kannst gehen. Aber seine Exzellenz, der Botschafter Vaatra, hat gesagt... Na und? Diese Exzellenz sagt was anderes. Erkennst du ihn nicht? Das ist Geralt von Riva. Der beste Schwertkämpfer, den der Norden je gesehen hat. Mit ihm bin ich sicher. Also los, rasch! Links, zwei, drei, vier. Endlich! Gehen wir, Geralt. Ich will dir was zeigen. Wir wollten üben, nicht spazieren gehen. Das ist... Ich weiß, Geralt. Nun hör auf mit der Leier. Gehen wir. Ein Schwert kann jeder spielen, aber kannst du Laute spielen? Tak, jdeme se teda procházet. Hier, weißt du, ich dachte, wir könnten die Stunde auch an der frischen Luft abhalten, statt in einem feuchten alten Verlies. Ein Duell auf einer Brücke. Oh, aber wypadá to romanticky. Zieh das Schwert. Ich habe nur mein Stahl- und mein Silberschwert. Wir sollten mit Übungswaffen kämpfen. Sollten wir. Aber gerade du solltest doch wissen, dass die Dinge, die man nicht tun sollte, besonders viel Spaß machen. Hör mal, ich will dich wirklich nicht verletzen. Hör auf, mich zu bevormunden, sonst verletze ich dich. Und jetzt en garde. Das ist zu schnell. Halt! Ich ergebe mich! Alles klar? Ja. Eigentlich hast du nur meinen Stolz verletzt. Wieso interessierst du dich überhaupt fürs Fechten? Ich langweile mich. Ich habe hier keine Freunde. Mein Vater hält mich an der kurzen Leine. Ein Bankett nach dem anderen. Ich hasse Bankette. Mhm. Öde Gespräche, schreckliches Essen, schwache Getränke. Genau. Mit dem Schwert in der Hand kann ich wenigstens etwas Spaß haben. Etwas Dampf ablassen. Na schön. Und nun? Wir sollten zurückgehen, aber... Entschuldige, Geralt. Das klingt jetzt komisch, aber würdest du dich kurz umdrehen? Mein Korsett ist verrutscht. Es kneift furchtbar. Ich verstehe, dass Frauen hübsch aussehen wollen, aber im Korsett kämpfen? Das bremst doch. Rosa? Scheiße, sie ist weggelaufen. Vaatra bringt mich um, wenn ihr was zustößt. Ich muss sie finden. Kann nicht mehr weit sein. Hier geht's zur Sieben Katzen. Toll, das Mädchen will eben Spaß haben. Yay. Tak tam... Tam jsme to zrovna nechtěli. Mein Freund und ich gehören uns zu dir. Bist weit weg von zu Hause, nicht wahr, Schätzchen? Und wer weiß, ob du je wieder zurückkommst? Das ist die Tochter des Botschafters Vaatra. Sie genießt diplomatische Immunität. Ich verstehe den Scheiß nicht, den du redest. Aber du liebst die Schwarzen, das ist offensichtlich. Ist doch klar, Lukas. Hexer fühlen sich von Monstern angezogen. So ist das eben. Aber diese Bestie... Oh, um die kümmern wir uns selber. Ich glaube, ihr habt die Dame beleidigt. Entschuldigt euch, so höflich wie ihr könnt. Vergib mir, meine Dame. Es... Tut mir so leid. Du bist dran. Sei höflich wie dein Freund. Verbeug dich und sei woanders ein Patriot.
Lukas und Kobe. An diese Namen werde ich mich erinnern. Und wenn der Kaiser Novigrad einnimmt, werde ich sie finden und dann werden sie büßen. Nur ruhig. Sie haben dir doch nichts getan. Sie haben ihre Hand gegen mich erhoben. Das reicht aus, um sie abzuschlagen. Und du fragst dich, warum die Leute hier Nilfgaard hassen. Ich dachte, du wärst anders als die anderen Nordlinge. Dass du uns verstehst. Unseren Gerechtigkeitssinn. Ich habe mich geirrt, wie ich sehe. Du solltest jetzt nach Hause gehen. Und nimm den kürzesten Weg, nicht den mit dem schönen Ausblick. Verstehe. Leb wohl, Geralt. Und viel Glück auf deinem Weg. Nastavení načíst hru. Lekce šermu. Já. Máme to tam, tak si to ještě jednou hodíme. Ty vole. Co mám zase nějaký tady. Který vypadá jak z komiksu, pardon. Uděláme s tím rychlý proces. Tak, to bude jedno to samé. Lukas und Kobe. No, ruhig. Sie haben... Die Stunde ist vorbei. Merk dir, was du heute gelernt hast. Sieht aus, als würdest du das Schwert noch oft verwenden. Ich verstehe dich nicht, Geralt. Warum regst du dich über das Schicksal von zwei Säufern auf? Die Welt wäre ein besserer Ort ohne... Du solltest jetzt nach Hause gehen und nimm den kürzesten Weg, nicht den mit dem schönen Ausblick. Verstehe. Leb wohl, Geralt. Und viel Glück auf deinem Weg. Hm. Sind deine Arschhaare auch drauf? Tak pro mě. Výborně. Tak, teď to máme dál. Klepe tam ten na to? Ne, neklepe tam ten na to. To je divný. Tady skoro nic není, no nevadí. Tak, tu máme... To je jedna, tu je myslím... Toto, ale já nevím, kde má... Kde má Triss tu svoji tu... Svoji domovku. Jakože fakt, kde má svoji domovinu. Půjdeme tam, tam je dostupný úkol. Mně se vždycky líbí ty dostupné úkoly. Jsi mají větší prča. Jo, já budu rád zaklínače, jasně. Jak si všichni prostě hrajou na nás, to je úžasný. Všichni ty děcka chcou být jako my, prostě jako hrdinové. Všimli jste si určitě toho obřího střihu, za ten se moc omlouvám, ale ona tam zrovna byla část ze srdce z kamena, to fakt nechci teďka dělat. Ne, já musím najít Triss, ty vole. To se mi vůbec, ale vůbec nelíbí. Jo, kde je ta třetí? Já to místo najdu. Já si ho sice vůbec nepamatuju, ale to je jedno, ne? Jděte tady prostě náhodně budu běhat po Novigradu, aby to vypadalo. Náhodně to místo najdu. Bum. Vletla jsem do nějakých hustých dveří, které se mi strašně moc zalíbily. Paní domácí, dobrý den. To je krása.
Vlek to byl, wow, kolik lidí tu bydlí, ty vole. To musí být nějaká dobrá paní doma, dobrý den. Hej, uděláš líp, když nebudeš lidi obtěžovat, to se mi líbí. Já musím někde zatím... Zamčeno a já nemám klíč. Ale to je dobré, probíháme tu tak ten Novigrad, chápeme se, jo, a budeme tady teďka pobíhat. Mě to hrozně zajímá, jako, co já zase nenajdu, protože já vždycky najdu něco, co nechci najít, takže jako... Trys musí být někde tam určitě. Tak jo, tak jdeme dát tu mrtvou schránku. Ať splníme ještě jeden úkol. Poklad hrabě Reubena. Ať zbytečně nehráme něco nebo někoho. Já jsem ho, já vám to řeknu takhle, já jsem ho na tom Xboxu našla. Jo. Pak se šlo tudma. Pak se šlo tudma. Bum, pak se rozrazily dveře. Které se ovšem teďka nerozrazí, takže to nevadí. Pořád se můžu dostat nahoru, to je dobře. Geralt to nějakým zázrakem vyskočí. Opět je rozevřu. Ty půjdu takhle hezky tady dolem. Kde jsou ty dveře? Kde tu jsou? Tady jsou. Pak se šlo tudma. Jo, šlo se tudma. Ale pak už nevím, kam se šlo tudma. Tudma, jo. Podívejte samou paměť, jo. Tak schválně, jestli si to pamatuju. Pak se šlo tudma. Pak se šlo tudma. Pak se šlo... Na co šlo potom tudma? A pak už se hledalo jenom tohleto. Tak, přesně. Podívejte se na mou paměť, já vůbec. Ah! Tak, kde teď ona byla? Někomu tady chodím, a to nechci, jako já chci jenom... Třeba musím pojít, jestli Tris něco neříkala, jako jo, ohledně toho, jo, už mor, jo. Dobrý den. Domčeno, potřebuji špíček, já ho nemám. Jako ne, že by mě toto, ale mě to hrozně fascinuje tady pobíhat, jak debil. Prostě bez cíle, bez všeho. A oni vůbec neví, proč tu běháme, kde byl. Nevíš, kde je Tris? Dobře, nevíš, dobré. Mě to jako nevadí. Wow. Zase jsem někomu vlezl do baraku. Omlouvám se, komu tady vlezím do baraku. Omlouvám se všem, kterým mluvím do baráku, halo. Lidi, vy mě vůbec, ale vůbec nevnímáte. Tu je to zamčený. Tu mě to nepustí. Tu je to taky zamčený. Tu mě to taky nepustí. A tu je to taky zamčený. Ten weißes Haar.
Ich kannte mal einen Zauberer, der hatte diese Schule. Tak, komu jsme se tu vkradli tentokrát? Jako, nechám jim to tady všechno, protože to budu potřebovat, ale... Jedině, že by... Ne, Geraltu! Ty debile, fuj! Počkej, ještě můžeme vrazit sem, bum! To bylo, že jsme maximálně narazili se. Sorry, kamo. Děkuji. Tak, já to tady pro dnešek teda ukončím. Děkuji moc za každý odběr, za každý like, za každý shlednutí a uvidíme se v další části na hru Zaklínač 3. Děkuji, hlavně, adios.